Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Kamera. Was soll denn der Blödsinn? Glaubt ihr, ich merke das nicht? Ich bin's nicht gewesen. Ich auch nicht. Immer auf die Kleine, ich gebe ja zu, ich war's. Was machst du denn jetzt? Aber bitte, was soll's denn? Ja, dann lass mich wenigstens trinken. Bitte schön, das stimmt so. Kinder, macht euch schon mal fertig, ja? Wie weit ist es denn zu Ignatius' Hütte? Nur knapp 2 Stunden, aber die Hütte ist bis Mai geschlossen. Ja, das weiß ich. Und wie geht der beste Weg? Kommen Sie, zeigen. Gut. Los, Anlage, weiter! Moment! Bleibt mal stehen, ich mache ein Foto. Anton, komm 2 Schritte vor. Danke. Auf geht's! Los, Anders, sortier deine Haxen! Hier rasten wir. Kinder, ist das eine Aussicht, was? Schade, dass man das nicht alles auf ein Bild kriegt. Na, für den anderen ist das kein Problem. Stimmt's? Prost, Konrad! Wenn man die richtigen Geräte dabei hat, gibt es keine Probleme. Hier mit diesem Ding kann ich einmal rund um den Horizont fotografieren. Kinder, wie wär's mit der Runde Skat, hm? Hier, trink mal. Zum Skatspielen sind wir doch hier nicht raufgeklettert. Da hätten wir gleich zu Hause bleiben können. Oder unten im Gasthof. Ach was, Skatspieler sind immer bereit. Eben, in jeder Lebenslage. So. Komm, du sagst ihm was. Na, du wärst doch vorn.
Ach, mach doch nichts. Ja. 18? Ja. 20? Ja. 2? Ja. 4? Ja. 7? Ja. 30? Ja. Nee, ich komme raus. Moment mal. Was spielst du denn? Kreuz. So. Das ist meine. Ja. Immer weiter. So, der ist mein Vater. Und den? Und den? Du heiliger Strohsack. Und die anderen lassen bitten. Na sowas, der wahre ohne zweimal Kreuz ja. 36, ich gebe. Habt ihr einen vergeigt? Ja. Ja. Der hat ein Kartenglück. Willst du noch mal? Moment. So. So, jetzt kommst du. Also, her mit. Ja. Danke. Oh, da ist ein Blatt. So. Mal sehen, was drin liegt. Der Skat brummt. Ich höre. Gang Hand. Ich komme selber. Na, dann mal los. Ach du Liebe, mit 4. Naja. Und den? Du Anderl, wo stellt man die Schärfe ein? Ich komme mit dem Ding nicht zurecht. Lass doch die Finger von dem Ding, ich komme ja gleich. Schneider, meine Herren. Du hättest von Anfang an gleich mit Kreuz kommen müssen. Da soll ich mir die eigene Zehen blank schmeißen. Wenn du im Frühjahr deine lange Karo-Flöte vorgebracht hättest. Überleg doch mal, entschuldige. Na und, wie wär's weitergegangen? Du hättest die Kreuz 10 gespielt und im Ernstfall wäre ich dann stur hinterher mit meiner... Ah! Um Gottes Willen, wie ist das passiert? Keine Ahnung, ein Fehltritt. Er beugt sich plötzlich über die Mattscheibe und fällt rückwärts runter. Siehst du ihn? Nein. Doch, da liegt er. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Er hat sich bewegt, ich hab's genau gesehen. Wir müssen runter. Verständige sofort die Bergwacht. Ja. Komm, wir müssen versuchen, hier rechts zu ihm runterzukommen. Ja. Anderl! Anderl! Kannst du mich verstehen? Anderl! Legen ein bisschen höher. Ja. Hallo. Hallo, ist dort Bergwacht. Schwerer Unfall unterhalb der Ignatius-Hütte. Wir brauchen sofort Hilfe. Unterhalb der Ignatius-Hütte? Ja? Wir kommen rauf. Vorsichtig. Ist dort die Bundeswehr-Rettungsstaffel? Hier Leiter der Bergwacht Mittenwald. Wir haben einen Schwerverletzten. Landeplatz Roßfeld. Wir bringen ihn runter. Anderl. Anderl. Na endlich! Wo liegt er? Kommt, ich führe euch. Ich kann das nicht sehen. Ach, du Scheißkerl. Anderl, sei ganz ruhig. Hilfe ist schon unterwegs.
Ja? Wie steht's denn? Sind Sie ein Angehöriger? Ich bin nur sein Chef, aber er steht mir sehr nah. Wird er durchkommen? Tja, sieht nicht gut aus. Knochenbrüche, schwere Fraktur der Schädelbasis. Patient ist zwar jung und kräftig, sollte man ihn nicht nach München schaffen? Dort gibt es Spezialisten, Gehirnchirurgen. Ja, das weiß ich, Herr Pachmeier, Konrad Pachmeier. Herr Pachmeier, aber der Transport ist ja riskant. Wer übernimmt die Verantwortung? Ich, Herr Doktor. Ich trage auch sämtliche Kosten. Ich möchte, dass der Junge so schnell wie möglich in die Hände der besten Chirurgen kommt. Noch heute. Ich werde ihn auf dem Transport begleiten. Also heute auf keinen Fall. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Ja, Moment bitte. Telefon für Sie. Hallo? Ja? Wann denn? Ich schreibe seinem Vater eine Beileidskarte. Ich möchte mich nochmal bedanken. Bedanken? Wofür denn? Für alles, was Sie für mich getan haben, für meinen Sohn. Er war mein bester Gehilfe. Er war mein einziger Sohn. Und was ich getan habe, habe ich gern getan. Der Junge war mir genauso ans Herz gewachsen wie Ihnen. Gedenktafel wird an der Stelle angebracht, wo Andreas abgestürzt ist. Als ewige Mahnung. Es hat auch noch Zeit gehabt bis morgen. Ich muss unbedingt noch die Brücke fertig machen. Es ist alles liegen geblieben hier. Dieser Scherf hat wieder angerufen. Vorhin, als du weg warst. Was hat er gewollt? Das wollte er mir nicht sagen. Er ruft später nochmal an. Pachmeier? Ich habe dir doch gesagt, du sollst abwarten. Hör bitte auf zu drängen. Bitte. Seit der Beerdigung sind schon wieder 2 Wochen vergangen. Ich kann nicht länger warten. Ich bin völlig blank. Ich muss das Zimmer räumen, wenn ich hier nicht innerhalb von 3 Tagen bezahle. In 3 Tagen, sagst du? Also gut, übermorgen. Du hörst noch von mir.
Ich muss für 2 Tage nach München. Pack mir bitte ein paar Sachen zusammen. Telegrammername? Ein Telegramm nach München. Mathilde Bechler. Warten Sie die Ankunft 12:44. Bitte Vorsicht am Gleis 19. Am Gleis 18. Zum Stehen zum Nach Wiesbaden. Bitte einsteigen, die Türen schließen. Der Zug fährt ab. Wir wünschen gute Fahrt. Bitte. Danke. Schwarzwälder Kirsch, deine Lieblingstorte, Mathilde. Das habe ich nicht vergessen. Danke, Herr Bachmeier. Aber ich verstehe das gar nicht. Wie kommt der Andreas dazu, mir so viel Geld zu hinterlassen? Ich habe ihn ja kaum gekannt. Hm. Er war in Ihrer Werkstatt und ich habe im Haushalt gearbeitet. Ja, also immerhin wart ihr mehrere Monate lang gemeinsam in meinem Haus beschäftigt. Oder etwa nicht? Na, wer weiß, was da so alles hinter meinem Rücken vor sich gegangen ist. Nichts, Herr Bachmeier. Aber wenn ich's Ihnen doch sage, rein gar nichts. Er wollte ja nicht mal mit mir ins Kino. Wir sind auch nie zum Tanzen gegangen. Wissen Sie das denn gar nicht mehr? Tja, also, immerhin steht es hier. Schwarz auf weiß. Bitte, im Falle seines Todes sollst du die Versicherungssumme haben. Tja, vielleicht ist er heimlich in dich verliebt gewesen. Ausgeschlossen. Aber wie sollte er dann auf die Idee kommen, dir 100.000 Mark zu hinterlassen? Und weil es ein Unfall war, sogar das Doppelte. 200.000 Mark. 200.000? Und alles für mich? Nein, das stimmt nicht. Nie. Möglich, dass es ein Irrtum ist. Auf jeden Fall steht es hier geschrieben und das ist die Hauptsache. Du, stell dir vor, ich habe diese Police gestern in meinem Haus unter dem Wachstuch in Andreas' Schublade gefunden. Unterm Wachstuch? Ja, unterm Wachstuch. Wenn ich nicht zufällig nachgesehen hätte, wäre sie da jahrelang liegen geblieben und vergessen worden. Ja, ein sechster Sinn sozusagen. Schicksalsfügung oder wie man sowas nennen will. Jedenfalls habe ich mir da gesagt, warum sollen wir der reichen Versicherung so viel schönes Geld schenken? Wir können doch heute alle ein paar Tausender zusätzlich gebrauchen. Du auch. Oder täusche ich mich da etwa? Schöne Kleider, ein paar neue Sachen für die Aussteuer. Hm? Na, Mathilde, wirst du mir behilflich sein? Ja, und was muss ich machen? Ach, das ist ganz einfach. Wir gehen jetzt in die Kaufinger Straße und suchen dort ein schönes schwarzes Kleid für dich aus. Das kannst du ja später wieder umändern. Weißen Spitzenkragen drauf und fertig ist das neue Ausgekleid. Na, was meinst du? Und was weiter? Ja, und dann nehmen wir ein Taxi und fahren zum Versicherungsbüro. Wir legen die Police vor und die Sterbeurkunde und du verlangst dein Geld. Und wenn sie dich fragen, ob der Andreas dein Bräutigam war, dann sagst du, ja, das sei er gewesen, allerdings heimlich. Ja? Ihr habt ein Verhältnis miteinander gehabt und er hat dich später heiraten wollen. Aber ich kann so schlecht lügen, Herr Bachmeier. Die werden mir gleich draufkommen. Und dann fragen und bohren sie so lange, bis der ganze Schwindel auffliegt. Ja, aber da ist doch gar kein Schwindel dabei. Hier ist die Police. Und die Prämien sind auch immer pünktlich bezahlt worden. Bitte, hier sind die ganzen Quittungen. Ja, und ich weiß genau, dass der Andreas in dich verliebt war. Heimlich, versteht sich. Er hat's mir ja selber gesagt. Ja, eines Tages hätte er dir einen Antrag gemacht. Und weil er sich das eben fest vorgenommen hatte, drum hat er schon eine Versicherung zu deinen Gunsten abgeschlossen. Freilich, wenn ich die Police nicht gefunden hätte, wäre wahrscheinlich nichts draus geworden. Komm, isst doch noch ein bisschen. Dann hätte nämlich die Versicherung das ganze Geld behalten und sich heimlich ins Fäustchen gelacht. Aber ich habe die Papiere gerettet. Hier sind sie. Jetzt kassieren wir gemeinsam das Geld und jeder bekommt einen Teil. So wie er es verdient und wie er es braucht. Hm? Meinen Sie wirklich, er hätte mich eines Tages heiraten wollen, Bernhard? Meinen? Ich weiß es ganz genau, ja. Mein Gott, er war halt ein schüchterner Junge, der sein Herz nicht auf der Zunge trug. Aber geliebt, Tilchen. Geliebt hatte Andreas nur dich, glaub mir. Ja, also dann machen wir alles, wie Sie meinen, Herr Bachmeier. Die Police ist in Ordnung, die Sterbeurkunde auch. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Fräulein Bechler, lag also keine offizielle Verlobung vor. Nein, das nicht. Aber wir waren uns einig. Er wollte sparen und sich eines Tages selbstständig machen. Danach wollten wir heiraten. Sicher haben Sie noch einige Briefe von Ihrem Bräutigam.
Ach. Er hat nicht gern geschrieben. Nur ganz selten. Und ich hebe auch keine Briefe auf. Ich sammle sie nicht. Sehen Sie nicht, wie Sie die junge Dame quälen? Aber Pachmeier, ich bitte Sie, wir müssen solche Fragen stellen. Im Interesse aller Versicherungsnehmer. Schließlich sind wir nur Treuhänder fremder Gelder. Der Verstorbene war jahrelang bei mir angestellt. Und in meiner Gegenwart hat er auch mit Ihrer Agentin, Frau Tetzner, diesen Vertrag abgeschlossen. Soviel ich weiß, sind auch die Prämien immer pünktlich bezahlt worden. Meine Fragen an Fräulein Bächler waren frei von jeglichem Misstrauen. Ein reines Routinegespräch. Es ist einfach meine Pflicht, in solchen besonderen Fällen zu fragen. Selbstverständlich bekommt Fräulein Bächler ihr Geld heute noch. Wieso ist das ein besonderer Fall? Davon hat Frau Tetzner bei Abschluss der Versicherung kein Wort gesagt. Lassen Sie mich erklären. Ein normaler Fall liegt für uns vor, wenn der Begünstigte ein Ehepartner oder ein naher Blutsverwandter ist, also Kinder, Eltern, Geschwister oder Enkel. Bei einer fremden Person dagegen fragen wir der Ordnung halber noch einmal nach den Zusammenhängen. Von solchen Unterschieden steht aber nichts in Ihren Versicherungsbedingungen. Sie wissen schon, dieses kleingedruckte Zeugs auf der Rückseite. Und Ihre Agentin hat mir ausdrücklich bestätigt, man kann begünstigen, wen man will. Die Braut, die Freundin, Waisenhaus, Turnverein. Natürlich, Herr Pachmeier, Sie haben vollkommen recht. Und damit Sie sehen, dass meine Gesellschaft auch in der Praxis zu Ihren Bedingungen steht, lasse ich jetzt für Fräulein Bächler sofort einen Barscheck ausschreiben über 100.000 Mark. Wieso denn nur 100.000? Es steht doch ausdrücklich im Vertrag, bei Unfall das Doppelte, also 200.000. Ganz recht, Herr Pachmeier. Da aber die Todesursache aus dieser Sterbeurkunde nicht hervorgeht, müssen wir erst noch das polizeiliche Protokoll über den Unfall anfordern. So lange müsste sich Fräulein Bächler mit der ersten Hälfte zufrieden geben. Leider ist Ihnen das recht. Verbinden Sie mich mit Herrn Kerner. Sei nicht undankbar, Mathilde. Ich hatte eine Menge Auslagen. Die Bergungsaktion, der Hubschrauber, die Transportkosten, das Krankenhaus, das andere Krankenhaus, dann die Beerdigung. Dazu lasse ich jetzt noch eine Gedenktafel an dem Abgrund für deinen Andreas aufstellen. Das hat alles eine Menge Geld gekostet. Ich sag ja gar nicht. Nee, aber gedacht hast du so etwas, stimmt's? Bitte, Herr Pachmeier, Sie dürfen nicht denken, ich bin undankbar. Naja, sicher. Und wie geht es jetzt weiter? Also vor allem zu keinem Menschen ein Wörtchen darüber reden. Gewiss, aber warum eigentlich nicht? Ich denke, es kann jeder wissen, dass der Andreas mich hat heiraten wollen. Ja, natürlich kann das jeder wissen. Da ist ja nichts Unrechtes dabei. Nur, wenn die Verwandten von dem Andreas dagegen angehen oder irgendwie Einspruch erheben oder sonst etwas, dann kann es Wochen und Monate dauern, bis wir das übrige Geld freikriegen. Drum behalten wir die Sache am besten für uns. Verstehst du mich? Ich werde keiner Menschenseele was sagen. Nicht mal meiner Mutter. Recht so, Mathilde. Ja, ich fahre jetzt zurück nach Hause und Mitte nächster Woche komme ich wieder und da holen wir uns den Rest von dem Geld, nicht? Und bis dahin halte ich möglichst fern von den Versicherungsleuten, ja? Herr Sessak ist da. Ja, soll reinkommen. Wo brennt's denn, Herr Direktor? Nein, das ist ja keine Brandsache diesmal. Eine Lebensversicherung. Bitte nehmen Sie doch Platz. Hier sind die Akten. Aufnahmeantrag datiert vom 27. August 65, umseitig die eigenhändige Unterschrift des Andreas Brucker. Bericht unserer Agentin, Frau Tetzner. Hier das medizinische Pflichtuntersuchungszeugnis bei unserem Vertrauensarzt. Und es scheint also alles in Ordnung zu sein. Prämien wurden auch immer pünktlich bezahlt, Sterbeurkunde und so weiter und so fort. Fehlt nur noch das Unfallprotokoll der Polizei. Tja, ich kann nichts Verdächtiges finden. Ich weiß das, Essak. Mir ging es genauso. Aber da gibt es trotzdem zwei Dinge, die mich stutzig machen. Einmal die Braut, ein Fräulein Mathilde Bächler. Seit 8 Monaten ist sie von ihrem Bräutigam getrennt, kann aber keinen einzigen Brief von ihm vorweisen. Zum anderen dieser seltsame Herr Pachmeier. Wer ist Pachmeier? Pachmeier ist der Chef des verunglückten Brucker. Inhaber eines zahntechnischen Ateliers bei Mittenwald. Früher war er auch mal Chef dieser Mathilde Bächler gewesen. Sie war bei ihm Hausangestellte. Merkwürdig ist nun, dass dieser Herr Pachmeier jedes Mal mit dabei war, wenn es um diese Versicherung ging. Beim Abschluss der Versicherung war er es nach eigener Angabe persönlich.
Beim Todesstürz des Brugger war er auch dabei. Und gestern beim Kassieren war er wieder dabei. Finden Sie das nicht seltsam? Haben Sie schon mit Frau Tetzner gesprochen? Er ist leider noch in Urlaub. Wer das in 5 Tagen zurückerwartet. Nein. Behalten Sie die Akte ruhig. Wann fahren Sie nach Mittenwald? Na, morgen, Herr Direktor. Heute will ich erst einmal mit dieser Mathilde Bechler sprechen. Da ist Besuch für dich. Wer? Wieder dieser Scherf. Was heißt denn wieder dieser Scherf? Mir gefällt er nicht. Er ist ja auch nicht mit dir befreundet. Also schick ihn rein. Was ist mit dem Geld? Ist das etwa alles? Vorläufig ja. Den Rest kriegst du in einer Woche. Hoffentlich. Guten Abend, Frau Bechler. Guten Abend. Mein Name ist Cessack, ich komme von der Versicherung. Darf ich reinkommen? Ja. Danke. Hier mein Ausweis. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so unangemeldet überfalle, aber wir werden es so kurz wie möglich machen. Ja, aber ich habe doch die Papiere dargelegt. Ja, es ist eine reine Formsache. Bitte. Danke. Ich gehöre nämlich zur Kassenabteilung und wir möchten gerne wissen, wohin die restlichen Gelder überwiesen werden sollen. Haben Sie ein Bankkonto? Bankkonto, nein. Danke. Ja, dann wünschen Sie also wieder einen Barscheck oder wollen Sie ein Bankkonto einrichten? Bei dem vielen Geld wäre das sicher sehr ratsam. Also wir sind Ihnen dabei gerne in jeder Weise behilflich. Nein, ich habe schon jemanden, der mir hilft. Ja, gewiss. Aber Herr Bachmeier ist weit fort von hier. Er kommt ja wieder. Wann denn? Bald. Mitte nächste Woche. Und dann bleibt er so lange, bis Sie das ganze Geld an uns ausgezahlt haben. Sagten Sie an uns? Der Herr Bachmeier war ja mein Chef. Er hilft mir. Er war immer gut zu mir. Schön, Fräulein Bechler. Dann bin ich ja beruhigt. Wie gut, dass Sie an Herrn Bachmeier so eine Stütze haben. Übrigens darf ich Ihnen nachträglich mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Ja, danke. Oh. Ist das Ihr seliger Bräutigam? Nein, das ist mein Bruder. Dann ist es der hier. Nein, auch nicht. Das ist auch ein Bruder von mir. Ja, aber Sie werden doch sicher ein Bild von Ihrem Bräutigam haben. Darf ich es sehen? Es tut mir schrecklich leid. Es war taktlos von mir, Sie daran zu erinnern. Bitte verzeihen Sie mir. Sie bekommen Nachricht von uns. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Ihre Angelegenheit schnellstens erledigt wird. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Grüß Gott, Herr Inspektor. Ja, grüß Gott, Herr Sessa. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier beim Essen störe. Das macht doch nichts, bin aber fertig. Die Angelegenheit ist dringend. Ich glaube, ich bin da einem Versicherungsbetrug auf der Spur. Ich habe Ihnen hier alles Notwendige aufgeschrieben. Danke. Wer ist dieser Bachmeier? Ein Zahntechniker, praktiziert zurzeit bei Mittenwald. Und die Papiere sind in Ordnung? Ja. An den Papieren ist nichts auszusetzen. Aber ich glaube trotzdem, dass an der Sache was faul ist. Ich habe es jedenfalls für meine Pflicht gehalten, die Kripo unverzüglich zu verständigen. Darf ich das behalten? Ja, natürlich. Ich werde sofort die zuständige Kriminalaußenstelle verständigen. Kriminalaußenstelle Mittenwald, Hubert. Ach, der Brenninger. Ja, lassen Sie auch wieder mal was von sich hören. Ja, wie ist das Wetter in München? Ach. Ihr mit eurem Föhn, ich lebe schon 30 Jahre hier, merke nichts davon. Bin froh, wenn die Sonne scheint. Ja, ja, was kann ich für Sie tun? Aha. Mhm. Ja, ich schreibe mal mit. Ja? Aha. Ja, buchstabieren Sie mal. Paula, Anton, Cäsar, Heinrich, Martha, Anton, Y, Richard, Bachmeier. Aha. Ja. Ja, ich lasse das gleich mal nachprüfen. Ja, und wann kommen Sie dann zu uns?
Ah, grüß Gott, Herr Brenninger. Grüß Gott, Herr Huberts. Ja, also wir haben inzwischen nachgeforscht. Gegen den Pachmeier liegt nichts vor. Er ist in Aubach ein angesehener Geschäftsmann. Haben Sie etwas über Bruckes angebliche Braut erfahren können? Nein, noch nicht. Dazu müssten wir nach Aubach fahren. Also mit dem Auto ist das 20 Minuten etwa. Gut, fahren wir hin. Aber wir sollten keinen Wirbel machen. Pachmeier darf nicht gewarnt werden. Ich könnte mir in Aubach die Haare schneiden lassen. Beim Friseur erfährt man am meisten. Gut, dann versuche ich es inzwischen in der Wirtschaft. Haben Sie ihn gut gekannt? Na ja, ich habe ihm ja immerhin 20 Jahre die Haare geschnitten. Zum ersten Mal, da war er ein Junge mit 5 Jahren. Ja, und der letzte Schnitt, das war so, na, eine Woche vor Aschermittwoch. Naja, es war ein schreckliches Unglück. Wäre ja nicht so versessen gewesen aufs Fotografieren, dann könnt ihr heute noch leben. Er wollte eine Aufnahme machen, ausgerechnet über der Klamm. Naja, ein Schritt zu viel und schon was passiert. Naja, seine drei Freunde, die haben ihn dann gefunden, 50 Meter tief. Er hat noch gelebt. Ja, 4 Tage hat er noch gelebt. Naja, am schlimmsten ist es ja für seinen Vater, denn er war ja der einzige Sohn. Und sein Chef? Ach, der Bachmeier. Ja. Naja, der wird sich auch nicht leicht tun, einen Ersatz zu finden. Ja, der Andreas hat ja bei ihm gelernt. Naja, der Bachmeier hat natürlich alles bezahlt. Die Krankenhäuser und die Beerdigung. Ja, ein Glück, dass er noch nicht verheiratet war und kein Kind hinterlässt. Wie hat es denn seine Braut aufgenommen? Da war keine Braut. Der Andreas hat sich nicht viel aus den Mädels gemacht. War Anton nicht auch bei dem Unglück dabei? Ja, der Anton war dabei. Und dann noch ein alter Freund von Herrn Bachmeier, der Sheriff Johann. Wohnt er auch hier im Ort? Nein, ich glaube, der ist aus Augsburg, kommt aber öfter zu Besuch her. Kennen Sie eigentlich Fräulein Bächler? Sie meinen Mathilde? Natürlich. Sie war ja mindestens 5 Jahre bei Bachmeiers im Dienst. Vergangenes Frühjahr ist sie nach München. Ist ein hübsches Mädchen? Mathilde und hübsch? Also, das kann man gerade nicht behaupten. Nein. Ich habe gehört, Sie sollen mit Andreas Brucker sehr befreundet gewesen sein. Sie sollen sogar was miteinander gehabt haben. Da haben Sie sich aber einen schönen Bären auffinden lassen. Der Andreas war mit keinem Mädchen hier befreundet. Und schon gar nicht mit Mathilde. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein kleines Bier, bitte. Ja. Also, was war? Letzter Gruß, Familie Pachmeier. Mein Schwager war nämlich mit ihm befreundet. Er konnte leider nicht zur Beerdigung kommen. War eine schöne Beerdigung. Mit Orgel und Chor. Keine große Beteiligung, aber alles sehr feierlich. Viel Blumen. Ein sehr schöner Kranz. Ja, der ist von Herrn Pachmeier. Das war sein Chef. Er hat alles bezahlt. Der Vater hat ja nur eine kleine Rente. Wo wohnt der alte Herr Brucker? Ganz in der Nähe. Er kann von seinem Fenster auf den Friedhof sehen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Haus. Die Tür ist auf. Herein. Guten Tag, Herr Brucker. Ich komme von der Mittenwalder Polizei. Mein Name ist Huberts. Das ist mein Kollege aus München, Inspektor Brenninger. Es handelt sich um Ihren Sohn. Wir müssen Sie da noch einiges fragen. Ja, was gibt's denn da noch zu fragen? Herr Brucker, wussten Sie, dass Ihr Sohn eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte? So, hat er das? Eine Lebensversicherung über 100.000 Mark, bei Unfall das Doppelte. Hat Andreas nie darüber mit Ihnen gesprochen? Nein, hat er nicht. Dürfen wir uns setzen, Herr Brucker? Bitte, nehmen Sie Platz. Da wollen Sie gar nicht wissen, wer das viele Geld bekommt? Ich wollte, ich lege da drüben. Und der Andreas wäre noch am Leben. Er hat das viele Geld seiner Braut vermacht. Herr Brucker, wussten Sie, dass er eine Braut hatte? Sie wussten also, dass Andreas verlobt war? Nicht öffentlich. Die Sache war noch geheim. Sollte noch niemand wissen. Jedenfalls hat er ein Mädel gehabt und ich war froh darüber. Seit wann wussten Sie es? Das war ungefähr 14 Tage vor seinem Tod. Da hat er mir es erzählt. Er hat Briefe mit ihr gewechselt. Er hat mir auch ein Bild von ihr gezeigt. Aber die Sache sollte noch geheim bleiben.
Es überrascht also nicht, dass dieses fremde Mädchen das viele Geld bekommt und Sie als Vater völlig leer ausgehen. Was soll ich denn mit dem Geld? Ja, wenn ich meinen Andreas damit wieder lebendig machen könnte. Aber kennenlernen möchte sie schon einmal, seine Maria. Maria? Was, Sie kennen sie gar nicht? Sie war doch 5 Jahre lang bei Pachmeier im Haushalt. Sagten Sie Maria? Ja, so heißt sie doch. Woher wissen Sie, dass sie Maria heißt? Ja, weil es mir der Bub gesagt hat. Haben Sie sich nicht verhört, Herr Brucker? Heißt sie nicht vielleicht Mathilde? Mathilde Bechler? Was, die Bechler Mathilde? Was soll denn die mit meinem Andreas? Nein, nein, sie heißt Maria, darauf können Sie sich verlassen. Er hat mir doch ihr Bild gezeigt und gesagt zu mir, Vater, das ist sie, meine Maria. In Dortmund wohnt sie und Verkäuferin ist sie. Aber sie ist erst 17 und die Eltern dürfen noch nichts wissen. Darum die Heimlichkeit. Wo hat er das Bild? In seiner Brieftasche. Und wo ist die Brieftasche jetzt? Die Brieftasche? Ja, die wird wohl in dem Karton sein. Da ist nämlich letzte Woche von München aus dem Krankenhaus ein Karton gekommen. Da werden wohl seine Sachen drin sein. Ich habe noch nicht ausgepackt. Dürften wir die Sachen mal sehen? Ja, bitte, meinetwegen. Da drum. Maria Küsinger, Dortmund Hauptpostlager. Maria Küsinger, Dortmund Hauptpostlager. Maria Küsinger. Kein Brief von Mathilde Bechler dabei. Hübsches Mädchen. Ach, bitte zeigen Sie mir doch mal den größeren, ja? Ja, gerne. Sehr schön. Sie haben Besuch, Maria, hinten im Büro. Ich bediene die Dame weiter. Ach so, ja. Ja, den Büro. Darf ich Ihnen sonst noch etwas anderes zeigen? Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag, Frau Küsinger. Mein Name ist Grabowski, Kriminalmeister. Ich wollte Sie bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Was denn für Fragen? Es handelt sich um Herrn Andreas Brugger. Hat mein Vater Sie hier geschickt? Nein, Fräulein Küsinger. Es handelt sich um eine dienstliche Rückfrage aus Mittenwald. Was denn für eine Rückfrage? Sie kannten doch Herrn Brugger. Kannten? Verzeihen Sie, Sie scheinen noch nicht zu wissen, dass Sie... Was ist passiert? So reden Sie doch. Andreas Brugger ist verunglückt bei einer Bergwanderung. 4 Tage danach ist er in München seinen Verletzungen erlegen. Es tut mir sehr leid, Frau Küsinger, aber wir haben ein Fernschreiben aus Mittenwald bekommen. Daraus ging leider nicht hervor, dass Sie es noch nicht wissen. Soll ich lieber später noch einmal wiederkommen? Ich meine wegen der Fragen. Was wollen Sie wissen? Sie waren mit ihm verlobt? Ja. Heimlich? Ja. Warum nicht öffentlich? Wegen meiner Eltern. Sie haben Briefe gewechselt? Ja, ich schreibe ihm 2-mal wöchentlich, postlagernd. Er schreibt sehr unregelmäßig, aber dafür sind dann seine Briefe länger. Meine letzten 4 hat er mir nicht beantwortet. Ich dachte, er hätte so viel zu tun in seiner Werkstatt. Ich denke nun jeden Tag, es müsste bald wieder einer von ihm kommen. Seit wann kennen Sie ihn? Seit 3 Monaten. Seit meinem letzten Skiurlaub. Wir haben uns am Silvestermorgen kennengelernt. Er saß neben mir an der Zugspitzbahn. Sie wollten heiraten? Ja, später. Ich werde im Juni 18 und dann wollten wir mit meinen Eltern reden. Wissen Sie, ob er eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte? Nein, davon weiß ich nichts. Falls er eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hätte, sagen wir vor einem Jahr, glauben Sie, dass Sie es dann wüssten? Ja, ganz sicher. Aber ich verstehe diese Fragen nicht. Sie sagen, er hat noch 4 Tage gelebt, hatte nach mir gefragt. Er war die ganze Zeit ohne Bewusstsein. Hatte er große Schmerzen? Wissen Sie etwas darüber? Schmerzen hat er ganz sicher nicht. Ein Bewusstloser merkt überhaupt nichts. Er merkt auch nicht, dass er sterben wird. Da ist es gewesen. Und da haben sie gerastet und Karten gespielt.
Brucker wollte dann eine Aufnahme machen und hat hier seine Kamera aufgebaut. Da, wo das Tafel steht. Wer hat denn die Tafel aufgestellt? Der Alpenverein? Nein, das war Privatinitiative. Das haben seine drei Freunde gemacht. Bezahlt hat's der Chef des Verunglückten. Der war auch dabei. Herr Bleu, wie war denn die Sitzordnung der vier beim Kartenspiel? Die Sitzordnung? Ja, da steht doch alles im Protokoll, Herr Inspektor. Genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls ergab die Befragung keine Widersprüche. Die drei Aussagen deckten sich ganz genau. Wir hatten keinen Grund, an der gemeinsamen Darstellung zu zweifeln. Tja, das ist auch nichts Neues. Entschuldigen Sie, wann kommt denn der Herr Inspektor? Er muss jeden Augenblick hier sein, Fräulein Bechler. Aber das haben Sie doch schon vor einer Stunde gesagt. Tut mir leid, er muss sich irgendwie verspätet haben. Können Sie mir nicht wenigstens sagen, worum es sich handelt? Soll ich ihn in einen Kaffee kommen lassen oder vielleicht etwas zu essen? Nein, nein, ich habe keinen Hunger. Wissen Sie wirklich nicht, was der Inspektor von mir will? Er will Sie nur etwas fragen, mehr weiß ich leider auch nicht. Aber wenn es Ihnen zu lange dauert oder Sie etwas vorhaben heute Abend, eine Verabredung vielleicht, dann gehen Sie eben nach Haus. Ich werde es dem Inspektor erklären, wenn er kommt. Nein, nein, ich warte schon noch etwas. Ich habe nichts vor. Guten Abend, allerseits. Guten Abend, Herr Inspektor. Das ist Fräulein Bechler, sie wartet schon ziemlich lange. Sie müssen entschuldigen, Fräulein Bechler. Bitte nehmen Sie doch Platz. Aber ich habe den 17 Uhr Zug in Mittenwald verpasst. Daher die Verspätung. Sie kommen aus Mittenwald? Ja, Fräulein Bechler. Ich war bei dem Vater von Andreas Brucker. Wir haben uns über seine Braut unterhalten. Der alte Mann hat mir ihre Briefe mitgegeben. Und ihr Bild. Das ist ein sehr nettes Mädchen. Wollen Sie sehen? Was ist sie? Was sagen Sie dazu? Ich. Nicht. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Nein, bitte nicht. Sie sind gar nicht empört, Fräulein Bechler? Der Versicherungsdirektor hat doch gesagt, dass Sie die Braut von Andreas Brucker waren. Oder stimmt das etwa nicht? Warum antworten Sie nicht? Weil Sie die Versicherung belogen haben? Ich habe nicht gelogen. Der Andreas hat mir das Geld vermacht. Das steht auch in den Papieren. Über die Papiere reden wir später. Wir wollen jetzt nur klarstellen, was Sie der Versicherung gesagt haben. Haben Sie behauptet, dass Sie mit Andreas Brucker verlobt waren? Ja. Haben Sie behauptet, dass Brucker Sie heiraten wollte? Ja. Wissen Sie, was ein Betrug ist? Betrug? Wissen Sie, was Mord ist? Mord? Schluss jetzt mit den Lügen. Waren Sie mit Andreas Brucker verlobt, ja oder nein? Wollte er Sie heiraten? Waren Sie wenigstens befreundet miteinander? Sagen Sie doch die Wahrheit. Auch nicht befreundet. Er war in der Werkstatt. Ich war in der Küche und im Haushalt. Wir haben uns nur gekannt. Seit wann wissen Sie, was in den Versicherungspapieren steht? Seit einer Woche. Und von wem wissen Sie es? Von wem? Von dem Herrn Pachmeier. Also er hat Ihnen das alles angeredet. Die Verlobung. Die angeblichen Heiratspläne. Ja. Wann? Wann? Ich habe ihm doch schon gesagt, vor einer Woche. Er hat mir ein Telegramm geschickt, dass er mich besuchen kommt. Ich soll ihn vom Bahnhof abholen. Und das habe ich getan. Was dachten Sie denn, als Sie das Telegramm gelesen hatten? Was ich gedacht habe? Ja, was haben Sie gedacht? Wussten Sie, warum er Sie besuchen wollte? Seit wann wussten Sie, dass Brucker tot ist? Seit... Wann haben Sie das schwarze Kleid gekauft? Das schwarze Kleid...
Kennen Sie einen Rechtsanwalt? Nein. Ich muss Sie hier behalten, Fräulein Bächler. Sie brauchen keinen Anwalt. Mein Kollege wird es mit Ihnen besprechen. Brenninger, geben Sie mir Mittenwald, Kriminalinspektor Huberts. Herr Anton Bachmeier? Wer bin ich? Sie sind verhaftet. Nehmen Sie Ihre Sachen, kommen Sie mit. Sagten Sie verhaftet? Machen Sie keine Aufsehen. Dann darf ich wenigstens erfahren, was ich verbrochen habe. Hier ist der Haftbefehl. Wegen Beihilfe zum Mord und zum Versicherungsbetrug. Also bitte kommen Sie. Das ist Freiheitsberaubung. Das können Sie mit mir nicht machen. Das kommt Sie teuer zu stehen. Sie haben doch den Haftbefehl gesehen. Ich verlange einen Rechtsanwalt. Jetzt kommen Sie erst mal mit. Alles weiter wird sich finden. Kommt los. Und was ist mit meiner Miete? Das wird ein teurer Spaß für Ihre Behörde. Verdienstausfall, Rufschädigung. Schon gut, Herr Bachmeier. Aber das habe ich Ihnen doch alles links gesagt, Herr Inspektor. Nicht präzise genug. Ich möchte es gern genauer wissen. In dem Protokoll der Landpolizei steht nur sehr allgemein. Wir waren beim Kartenspielen, Brucker wollte eine Aufnahme machen, plötzlich hörten wir einen Schrei und da war er mit seiner Kamera verschwunden. Na ja, genau so ist es gewesen. Nicht ganz. Als Brucker stürzte, waren nur noch die beiden Pachmeiser an der Hütte. Und sie stritten sich um das letzte Spiel, das sie gegen Brucker verloren hatten, an den Grand Hand. Sie, Herr Scherf, hatten frei bei diesem Spiel als Kartengeber. Sie standen bei der Kamera am Abgrund. Nein! Doch! Sie hatten sogar Brucker um Hilfe gerufen, weil sie mit der Kamera nicht zurechtkamen. Woher wollen Sie das denn alles so genau wissen? Von Ihren Mitspielern. Da irren die sich. Sie erinnern sich ganz genau an jede Karte, an jeden Stich. Grauhand. Das war Bruckers letztes Spiel. Dann haben Sie ihn gerufen. An den Abgrund gerufen. Und ich sage Ihnen, Sie irren sich. Das habe ich doch alles damals zu Protokoll gegeben. Ich möchte aber etwas mehr darüber wissen. Genaue Einzelheiten. Wer hat zum Beispiel damals die Kamera am Abgrund aufgestellt? Der Brucker natürlich. So natürlich ist das gar nicht. Der Brucker musste sich sofort zum Kartenspielen niedersetzen, weil ihr Bruder gleich anfing, die Karten auszuteilen. War es nicht so? Na ja, aber... Also wenn er Karten gespielt hat, der Brucker, kann er die Kamera nicht aufgestellt haben. Kommen Sie bitte mal her. Hier ist der Abgrund, ja? Dann hier die Hütte. Davor der Tisch. Und die Bänke. Wo haben Sie gesessen? Also ich selber saß mit dem Rücken zum Abgrund. Mhm, hier. Hier saß mein Bruder. Rechts von mir saß der Brucker. Und zwischen den beiden der Scherf, hier. Also Konrad, Pachmeier, Brucker, Scherf. Ist das richtig so? Genau so saßen wir. Und Ihr Bruder hat als erster die Karten ausgeteilt? Ja. Dann hatte er doch auch als erster Spiel frei. Ja. Hat er seine Pause vielleicht dazu benutzt, um die Kamera am Abgrund aufzustellen? Stimmt, der Konrad hat sie aufgestellt. Aber dann ist er gleich wieder zurück, weil schon das nächste Spiel anfing. Und als nächster hat dann der Scherf die Karten ausgeteilt? Ja, war ja dran. Und was hat er in seiner Pause gemacht? Warten Sie mal. Er ging auch zur Kamera. Und blieb dann dort, bis Brucker kam? Ich glaube... Ja, er ist da geblieben. Er hat ihn sogar noch gerufen, weil er mit dem Ding nicht zurechtkam. Wo war Scherf, als Brucker stürzte? Wo war Scherf, als Brucker stürzte? Er war wohl in seiner Nähe. Ja. Aber das habe ich doch alles schon zugegeben, Herr Inspektor. Das ist doch am vernünftigsten, Fräulein Bächler. Nur die Wahrheit kann Ihnen weiterhelfen. Es muss aber die ganze Wahrheit sein, nicht nur die halbe. Seit wann wussten Sie von dieser hohen Versicherung? Ich habe doch schon gesagt, seit dem Tag, als der Pachmeier zu mir nach München gekommen ist. Und warum haben Sie das unrechte Geld nicht abgelehnt? Warum haben Sie bei der Versicherung die trauernde Braut gespielt? Erst wollte ich ja nicht. Aber der Herr Pachmeier hat gemeint, man soll der reichen Versicherung das schöne Geld nicht schenken. Und der Anderl hat's doch nun mal so gewollt. Schwarz auf weiß steht es geschrieben.
Und den letzten Willen eines Toten muss man achten, hat der Bachmeier gesagt. Wo ist das Geld jetzt? Ich hab's auf die Sparkasse gebracht. Wie viel? 10.000. Und die übrigen 90.000? Ja, der Bachmeier. Und wo sind die 90.000? Auf meiner Bank. Warum auf Ihrer? Ich hatte allerhand Auslagen. Aber den Überschuss bekommt Fräulein Bechler natürlich später zurück. Sie geben zu, dass Sie vor anderthalb Jahren die Versicherungsformulare angefordert haben? Ganz recht, Herr Inspektor. Auf Wunsch meines Gehilfen Andreas Brugger. Das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Und dann ein paar Wochen später haben Sie die Versicherungsagentin in Ihr Haus bestellt? Gewiss. Das ist ja wohl der nächste logische Schritt, wenn sich jemand versichern lassen will. Und bei dem anschließenden Gespräch zwischen der Agentin und Brugger, da waren Sie auch dabei? Freilich. Das Gespräch ist ja schließlich in meiner Werkstatt geführt worden. Und bei der ärztlichen Pflichtuntersuchung von Brugger, da waren Sie zufällig auch dabei? Nicht zufällig, Herr Inspektor. Ich habe meinen Gehilfen dorthin begleitet. Warum? Hat er den Weg nicht allein gefunden? Das war, weil wir anschließend hier in Mittenwald Einkäufe für die Werkstatt machen wollten. Und die monatlichen Prämien, die haben Sie dann bezahlt und nicht der Versicherte selber. Ist das nicht ungewöhnlich? Wieso ungewöhnlich? Ich war ja schließlich sein Chef. Und er hatte mich darum gebeten. Ich habe ja auch seine Angestelltenversicherung bezahlt und die Krankenkasse. Also warum nicht auch die Lebensversicherungsprämien? Und als er dann später abstürzte, da waren Sie nur 20 Schritt von ihm entfernt. Ich glaube, es waren nur 15, Herr Inspektor. Und als er 4 Tage später starb, da waren Sie wieder ganz in seiner Nähe. Im Krankenhausflur, ganz recht. Und bei seiner Beerdigung war ich auch dabei. Und beim Kassieren. Warum betonen Sie das so, Herr Inspektor? Warum haben Sie der Bechler das Märchen von der zufällig entdeckten Polizei erzählt? Sie wussten doch ganz genau, dass die Versicherung abgeschlossen war. Kein Märchen, Herr Inspektor. Ich wusste zwar, dass die Versicherung bestand, aber wo die Polizei war, das habe ich nicht gewusst. Die habe ich erst 2 Wochen nach Bruggers Tod zufällig gefunden. Unter dem Wachstuch in der Schublade seines Arbeitstisches. Und das habe ich auch Fräulein Bechler erzählt, wahrheitsgemäß. Mathilde Bechler hat zugegeben, dass sie mit Brugger weder verlobt noch befreundet war. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum ihr der Verstorbene das viele Geld zugedacht hat. Können Sie das vielleicht erklären? Wer kann in das Herz eines Menschen blicken, Herr Inspektor? Als ich so jung war, da war ich auch mal heimlich verliebt. Die Tochter von unserem Kolonialwarenhändler, Waltraud hieß sie. Warum haben Sie in dem Unfallprotokoll verschwiegen, dass Sie die Kamera am Abgrund aufgestellt hatten und nicht Brugger? Ach so, habe ich das? Ja, das haben Sie. Dann bin ich sicher nicht danach gefragt worden. Auch nicht vielleicht aus Versehen? Kleiner Stoß mit den Ellenbogen? Sie standen doch beide dicht neben der Kamera. Ich hab den Brugger nicht angefasst! Aber herangerufen haben Sie ihn. Möglich. Ja, ich konnte das Bild nicht richtig einstellen, das habe ich ihm gesagt. Während er noch spielte? Ja. Klare Hand, dann lag er fertig, dann kam er zu Ihnen. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, hey Anderl, wo stellt man die verdammte Schärfe ein? Dann bin ich zurückgetreten und er hat sich über das Ding gebeugt. Und dann? Dann ist er plötzlich rückwärts runtergefallen. So. Dann ist er runtergefallen. Ja. Von ganz allein! Ja, von ganz allein! Wozu habt ihr ihm den Schnaps ins Bier geschüttet? Das war ich nicht, das war der Schnaps. Egal wer, warum? Warum? Zur Garde halt. Was wissen Sie von Bruggers Lebensversicherung? Lebensversicherung? Puh, keine Ahnung. Und als Brugger schrie, was taten Sie da? Ja, wir sind aufgesprungen, mein Bruder und ich. Ich habe mich umgedreht zum Abgrund hin und da war er schon verschwunden mitsamt seiner Kamera. Und was tat Schärf? Was sagte er? Er war halt erschrocken, genauso wie mein Bruder und ich. Wo stand er in dem Augenblick? Das habe ich Ihnen doch schon 10-mal gesagt. Halbwegs zwischen uns und dem Abgrund. Kennen Sie Mathilde Bechler? Die Bechler Mathilde? Freilich kenne ich die. Die war mal in Stellung bei meinem Bruder. Was hatten die damit zu tun? Ich will das Geld ja gar nicht mehr. Nach Hause möchte ich. Sonst nichts. Sie dürfen nach Hause, wenn Sie alles gesagt haben. Er war Ihr Gehilfe. Er hat Ihnen blind vertraut. Sie haben ihm eines Tages diese hohe Versicherung aufgeschwatzt. Dann haben Sie die Prämien für ihn bezahlt. Und dann haben Sie mit Ihrem Komplizen Schärf dafür gesorgt, dass er mit seiner Kamera in den Abgrund stürzte. Tolle Geschichte. Das beweisen Sie mir mal. Was haben Sie Schärf für seine Arbeit versprochen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Inspektor. Wovon leben Sie? Gelegenheitsarbeiten. Beispiele bitte.
Markthalle, Gemüse abladen. Manchmal auch Malarbeiten bei Bekannten. Sie hatten Mietschulden. Einige Monate, 720 Mark. Bis zum letzten Freitag. Plötzlich hatten Sie bezahlt. Woher hatten Sie das Geld? Woher ich es hatte? Ja, woher, antworten Sie. Geliehen. Geliehen von wem? Muss ich das sagen? Sie müssen überhaupt nichts. Steht Ihnen frei zu sagen, ob Sie meine Fragen beantworten wollen. Allerdings steht es uns dann frei, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Ich habe nichts zu verschweigen. Umso besser. Wer hat denn also das Geld für die rückständige Miete gegeben? Ein Bekannter in Augsburg. Name? Ich weiß nur einen Vornamen, Sepp. Adresse? Weiß ich nicht. Ich kenne nur aus dem Bahnhofsrestaurant. Ich habe genug. Ich sage nichts mehr. Ich fordere Haftprüfungstermin. Wie kann man so ein junger Mann wie Ihr Gehilfe Brugger auf die Idee, eine so hohe und teure Lebensversicherung abzuschließen? Aber was geht mich das an? Schließlich war ich sein Arbeitgeber, nicht sein Vormund. Fragen Sie die Agentin, Frau Tetzner. Das heißt also auf gut Deutsch, wir müssen zahlen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ja. Bruckers Unterschrift ist echt, das haben unsere Schriftexperten zweifelsfrei bestätigt. Mhm. Dass Brucker nicht allein abgestürzt ist, steht für uns zwar fest, aber wir können es nicht beweisen. Und die Begünstigung der Mathilde Bechter? Das ist höchst unwahrscheinlich, aber nicht zu widerlegen. Entschuldigung. Ja, was ist? Frau Tetzner ist jetzt da. Gut, soll sofort reinkommen. Bitte sehr, Frau Tetzner. Danke. Guten Tag, Herr Direktor. Willkommen, Frau Tetzner. Ich hoffe, Sie hatten ordentliches Wetter. Danke. 3 Wochen Pulverschnee und Sonne. Na wunderbar. Wir warten schon sehnsüchtig auf Sie. Das ist Kriminalinspektor Brenninger. Möchte ein paar Fragen an Sie stellen. Guten Tag. Tag. Wir hoffen dabei auf Ihr berühmtes Personengedächtnis. Ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Okay. Also fragen Sie, Herr Inspektor. Sagt Ihnen der Name Pachmeier etwas? Konrad Pachmeier, Zahntechniker, hat seine Werkstatt in der Nähe von Mittenwald, wenn Sie den meinen. Genau, den meine ich. Was wissen Sie über ihn? Ach, er ist seit Jahren bei uns versichert. Haftpflicht, Einbruchdiebstahl, Glasschäden und Unfall. Kennen Sie auch den Namen Andreas Brugger? Brugger, Andreas Brugger. Richtig. Ein junger Mann, Gehilfe bei Herrn Pachmeier, hat bei uns seine Lebensversicherung abgeschlossen. Ziemlich hoch. Wenn ich nicht irre, 100.000. Genau 100.000 und bei Unfall das Doppelte. Wissen Sie, wie es zu dieser Versicherung kam? Freilich. Der Herr Pachmeier hat mir das damals vermittelt. Wie lange mag denn das her sein, ne? Knappe 1,5 Jahre. Im Sommer war's. Herr Pachmeier rief mich an, ich sollte ihm Formulare schicken. Ein paar Wochen später bat er mich dann zum Vertragsabschluss in sein Haus. Also, er hat Sie bestellt? Im Auftrag seines Gehilfen. Wo haben Sie verhandelt und wer war dabei? In seiner Werkstatt. Herr Pachmeier war dabei und der junge Mann natürlich. Ich weiß noch, sie hatten beide ihre weißen Mäntel an. Wie lange dauerte die Verhandlung? Gute 1/2 Stunde. Ich war etwas erstaunt über die Höhe der Versicherung. Der junge Mann erklärte dazu, er will sich eines Tages selbstständig machen als Fotograf und die Versicherung will er dann eventuell beleihen lassen. Als Fotograf, sagte er? Ja, als Fotograf. Herr Pachmeier lachte noch und meinte, dann macht er mir wenigstens später keine Konkurrenz als Zahntechniker. Wie war das mit der Unterschrift? Hat Brugger die in Ihrer Gegenwart geleistet? Tut mir leid, also das kann ich nun nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Mir ist aber so, als ob das Formular schon ausgefüllt und unterschrieben war, als ich hinkam. Bis auf ein paar Rubriken, die ich dann selbst ergänzt habe. Und wie war das mit der begünstigten Person? Wissen Sie noch? Ja, da haben wir lange drüber gesprochen. Der junge Mann hat wohl nur noch eine alte Mutter. Nein, der Vater war es, sonst keine direkten Verwandten mehr. Und begünstigt werden sollte irgendeine fremde Frau oder ein Mädchen, die Braut oder Freundin oder sowas. Ich habe den Namen noch selbst ins Formular nachgetragen. Mathilde Bechler? Ja, so hat sie geheißen. Weshalb haben Sie über diesen Punkt so lange gesprochen? Der junge Mann wollte sicher gehen, wenn der Versicherungsfall eintreten sollte, ob es dann keine Schwierigkeiten gibt mit der Auszahlung an ein nicht verwandtes Mädchen. Ich habe ihn beruhigt und ihm erklärt, dass man begünstigen kann, wen immer man will. Hatten Sie eigentlich den Eindruck, dass Andreas Brugger von seinem Chef zu dieser Versicherung überredet wurde? Nein, keine Spur. Wie war das mit den Prämienzahlungen? Ach so. Tja, zum Schluss fragte der junge Brugger noch, ob es mir recht wäre, wenn die Prämien an jedem Ersten direkt von seinem Chef überwiesen werden. Ich lachte und sagte, wer oder wie ist mir egal, Hauptsache pünktlich.
Tja, das war's, Frau Tetzner. Vielen Dank. Das klingt aber nicht sehr fröhlich. Was ist eigentlich los? Ihr großartiges Gedächtnis hat uns eben die Gewissheit verschafft, dass wir 200.000 Mark bezahlen müssen. Das heißt... Burger ist tot. Ein Bergunfall vor 3 Wochen. Kurz nach ihrem Urlaubsbeginn. Wir hatten gute Gründe anzunehmen, dass es sich um einen Versicherungsbetrug handelt. Und haben die Polizei verständigt. Sie glauben an einen Mord? Bis vor 10 Minuten ja. Seit dem Gespräch mit Ihnen bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, tut mir leid, Herr Inspektor. Aber wieso denn leid tun? Da haben Sie mich falsch verstanden, Frau Tetzner. Wir suchen ja die Wahrheit und nicht einen Schuldbeweis um jeden Preis. Darf ich kurz meinen Kollegen im Mittenwald verständigen? Aber natürlich, weißen Knopf drücken. Okay. Brenninger, Landeskriminalamt München. Geben Sie mir bitte Kriminalinspektor Huberts. Danke. Brenninger, Tag Huberts. Schlechte Nachrichten. Die Versicherungsagentin Frau Tetzen hat eben beinahe Wort für Wort bestätigt, was Pachmeier über den Abschluss ausgesagt hat. Ja, stimmt leider auch. Mathilde Bechler. Also entweder der Brugger war verrückt, als er die begünstigt hat, oder die Frau Tetzen hat einen Geist versichert. Moment mal, was haben Sie da eben gesagt, einen Geist versichert? Warum nicht einen Doppelgänger? Huberts, ich komme noch mal zu Ihnen rüber. Ich bringe Schärf mit. Sagen Sie dem Untersuchungsrichter, dass wir noch einen halben Tag brauchen. Danke. Sehen Sie noch eine Möglichkeit? In weiter Ferne. Können Sie Frau Tetzner noch einen Tag entbehren? Ja, selbstverständlich. Danke. Servus Anton, wie geht's? Töten Sie die Eine Unterhaltung, meine Herren. Ziehen Sie den Kittel bitte über. Sagen Sie Inspektor Brenninger Bescheid, wir sind soweit. Frau Tetzner, schauen Sie sich die Herren der Reihe nach an. Aber lassen Sie sich Zeit. Ich möchte gerne wissen, ob Sie den einen oder anderen davon kennen. Sie sagten doch, er ist abgestürzt und tot. Sie meinen Andreas Brugger. Ihr lügt! Abgekartetes Spiel! Ich kenne diese Frau gar nicht! Einlegen wollt ihr mich! Das ist er. Das ist seine Stimme. Das ist Andreas Brugger. Der war's nicht. Den kenne ich gar nicht. Diesen Mann habe ich in der Werkstatt von Herrn Pachmeier kennengelernt. Unter dem Namen Andreas Brugger. Mit ihm habe ich die Lebensversicherung abgeschlossen. Das kann ich jederzeit beschwören. Geben Sie es auf, Schärf. Sie sind überführt. Sie geben also zu, sich für Andreas Brugger ausgegeben zu haben. Sowohl vor der Versicherungsagentin Frau Tetzner, als auch bei der ärztlichen Untersuchung. Ja. Aber damals wusste ich noch nichts von Pachmeiers Mordplan. Er hat mir gesagt, es handelt sich nur um die Provision für die Versicherung. Was hat Ihnen Pachmeier für die Brugger-Rolle gegeben? 150 Mark. Wo war Brugger, als Frau Tetzner in die Werkstatt kam? Pachmeier hat ihn nach Mittenwald geschickt, Material einkaufen. Dann war zum ersten Mal von Mord die Rede. Das war im vergangenen November. Erst sollte ich ihn erschießen und ihm dann die Pistole in die Hand drücken, dass es aussehen sollte wie ein Selbstmord. Ich habe mich geweigert und da hat er gedroht, mich selber umzulegen. Weiter? Ja, dann kam Weihnachten. Und da hat Pachmeier dem Brugger einen neuen Fotoapparat mit Stativ geschenkt. Und er ist ganz begeistert gewesen, hat jede freie Minute damit fotografiert. Und da hat der Pachmeier mir klargemacht, dass die Sache jetzt ganz einfach ist. Wir machen eine kleine Skiwanderung, hat er gesagt. Und wenn der Brugger den Apparat am Abgrund einstellt, dann soll ich ihn stoßen. Was sollte Ihnen dieser Stoß einbringen? 7.000. Wie viel haben Sie bisher bekommen? 1.000. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Schluss für heute.
Lesen Sie und unterschreiben Sie. Ja. Bringen Sie ihn zurück. So, das hätten wir geschafft. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch Pachmeyers Geständnis. Ja? Ach, guten Abend, Herr Doktor. Ja. Das ist der Inspektor Brenninger vom LKA München. Das ist der Dr. Fuchs, der leitet die Voruntersuchung. Wollen Sie dich ablegen? Nein, danke, ich habe wenig Zeit. Na, sind Sie weitergekommen? Ja, der Sheriff hat gestanden. Bitte. Na, endlich. Gute Arbeit, meine Herren. Ich bedanke mich. Das reicht aus zur Anklageerhebung. Der Anstifter Pachmeyer leugnet immer noch. Es war ein Schönheitsfehler, aber kein Grund, die Voruntersuchung noch länger hinauszuzögern. Ich möchte aber noch einen Versuch empfehlen. Pachmeyer weiß noch nichts von Sheriffs Geständnis. Er glaubt, sein Komplize leugnet immer noch, genau wie er selbst. Ja, was schlagen Sie denn vor? Ein Lokaltermin. Wenn wir Pachmeyer da oben am Tatort mit Sheriffs Geständnis überrumpeln, vielleicht zwingen wir ihn so zur Wahrheit. So. Und jetzt nehmen Sie bitte die gleiche Sitzordnung ein wie damals beim Skatspiel. Erzählen Sie. Ja, also, so haben wir gesessen. Der Anton saß mit dem Rücken zum Abgrund. Er hat ja keine Ahnung und durfte auch nichts mit ansehen. Pachmeyer hat die erste Runde Karten gegeben. Dann ist er mit der Kamera zum Abgrund und hat sie so aufgestellt, wie sie jetzt steht. Die nächste Runde Karten hab ich gegeben. Und dann bin ich zur Kamera gegangen. Und hab hier an den Knöpfen gedreht. Ich hatte Angst. Pachmeyer hat mir gedroht. Mit den Augen. Also das. Und da hab ich dem Burger zugerufen, er soll herkommen und das Bild hier scharf einstellen. Der Burger hat erst sein Spiel zu Ende gespielt, dann ist er gekommen und hat sich hier so über die Kamera gebeugt. Ich wollte nicht. Aber dann hat der Pachmeyer wieder zu mir hergesehen. Und da habe ich gewusst, wenn ich den Burger jetzt nicht stoße, dann legt der Pachmeyer mich um. Und da habe ich's getan. Du Schwein, du Verlogenes! Er lügt! Jetzt dreht alles um, Herr Inspektor. Er hat es getan. Von einem Anfang an hat er es gewollt. Es ist sein Plan gewesen. Und ich habe nur mitmachen müssen, weil er mir gedroht hat. Und jetzt dreht er alles um! Ich glaube, das genügt. Den Haftbefehl gegen Sie lasse ich aufheben. Mach endlich reinen Tisch, Konrad. Sag die Wahrheit. Mhm.